Liebe Schwestern, liebe Brüder, in dem schönen alten Grüssauer Wallfahrtslied haben wir zu Beginn der Eucharistie gesungen von Maria: Gnade ist dein ganzes Wesen. Welch ein schönes Wort, in dem so viel zusammengefasst ist. Ein Wort, dem man, wenn man ein wenig fromm ist, schnell zustimmen kann. Aber fragen wir, was bedeutet das? Gnade ist dein ganzes Wesen. Sagen wir das nicht von Gott, von dem alle Gnade kommt? Ist es nicht evident, dass wir aus uns keine Gnade haben, sondern dass wir immer zu Recht von einer übernatürlichen Gnade sprechen, die uns, und das ist das Wesen der Gnade, geschenkt werden muss? Was bedeutet also, wenn wir von Maria sagen, dein ganzes Wesen ist Gnade? Damit Gnade wirken kann und sich entfalten kann, braucht sie immer ein Gegenüber. Ja, es stimmt, sie kommt ganz und gar von Gott. Niemand hat Gnade aus sich selber. Niemand ist von sich aus begnadet, sondern nur, weil Gott selber Gnade ist und Gnade gewährt und schenkt. Aber damit sie wirken kann, braucht es immer die Antwort, die Entsprechung. Und wir sehen schon am Beginn der Schöpfung, wie schwierig das ist mit der Entsprechung. Und wir sehen es nicht nur am Anfang der Schöpfung, wir sehen es manchmal jeden Tag bei uns selber. Wie Gnade plötzlich, die jedem von uns gegeben ist, auf verschiedene Weise, sagt Paulus seinen unterschiedlichen Gemeinden. Aber warum wirkt sie nicht? Warum singt niemand von mir oder von euch, Gnade ist dein ganzes Wesen? Und es wäre eine Lüge, das zu sagen. Warum? Weil wir nicht in der Weise fähig sind, wie Maria, ganz und gar dieser Gnade, diesem Geschenk zu entsprechen. Weil es in ihr nichts gibt, was sich dem entgegenstellt, als eigenes. Weil es bei ihr auf die Frage Gottes nicht etwas gibt, ja, aber ich? Wo bleibe ich? Was ist mit meinem Lebensentwurf? Der wird geschildert hier im Evangelium. Nachdem der lange Weg der Suche der Gnade Gottes durch die ganze Geschichte, durch die langen Generationen geht, die Geschichte Gottes, die Geschichte seiner Gnade mit den Menschen, ist auch hier von einem Lebensentwurf die Rede. Maria, die Mutter, war mit Josef verlobt. Doch bevor sie zusammengekommen waren, bevor sie als Frau und Mann leben konnten, zeigt sich, dass sie ein Kind erwartete. Ja, aber ich? Wäre vielleicht in unserer Logik eine berechtigte Frage gewesen. Aber so fragt sie nicht. Sie stellt dem, was Gott in sie hineingelegt hat als Gnade, ganz mit Licht gefüllt, nichts entgegen. Es gibt nicht einen einzigen Schatten. Sie lässt sich ganz von dieser Gnade durchdringen und mit jeder Faser ihres Seins, ihres Glaubens, aber nicht nur ihres Glaubens, ihres ganzen Lebens, antwortet sie dieser Gnade und stellt sich dieser Gnade zur Verfügung, ja, um es vielleicht stärker zu sagen, sie liefert sich dieser Gnade aus. Gnade ist dein ganzes Wesen. Von Maria sagen wir das zu Recht. Und wenn wir fragen, was ist Gnade und wie kann sie wirken, dann lernen wir es an ihrem Beispiel. Deshalb ist der Blick auf sie, auf das, was sie sagt, wie sie lebt, wie sie handelt, auch der Blick auf ihre verborgene Schönheit so viele Jahre, so wichtig für uns und ein so wichtiges Lehrstück für die Kirche und für jeden Glaubenden. Zu erfahren, was es bedeutet, wenn Gott Gnade schenkt und wenn die Natur des Menschen dieser Gnade entspricht, ganz und gar, sich dieser Gnade ausliefert, dann kann das Heil zur Welt kommen. Das Kind, das sie erwartet, so sagt der Engel zu Josef im Traum, ist vom Heiligen Geist. Dann kommt Rettung zu dieser Welt.
dann kann Gott seine Pläne verwirklichen, auch heute, auch mit uns.